Ja, bei mir ist Dieter Nüssing am Rand des Benefizspiels Bayern gegen die Klubberer. Prestige, aber mittlerweile, sage ich mal, vielleicht nur noch bei den Senioren ein wirkliches Duell auf Augenhöhe, oder? Ja, ich hoffe, aber es geht jetzt nicht nur ums Prestige, sondern es geht auch darum, dass wir helfen können. Und das haben wir natürlich gerne angenommen. Die Bayern haben uns angefragt, ob wir in Erlangen gegen sie spielen. War für uns eine Selbstverständlichkeit. Und ich denke, das Spiel wird sicherlich ganz nett werden. Auf dem Platz gibt es da noch die richtigen Zweikämpfe? Merkt man da noch vielleicht sich so an der Elle von früher, dass da noch ein bisschen Gift und Galle dabei ist? Nein, das ist vorbei und wird das Augenmerk auf Fußballspielen gelegt. Das Augenmerk auf Fußballspielen, die Vorbereitungsphase in der Fußball-Bundesliga geht so langsam dem Ende entgegen. Die Clubfans sind alle heiß auf die Saison. Ihr vom Verein auch so langsam? Merkt man so langsam das Kribbeln wieder, dass es wieder losgeht? Selbstverständlich wird Zeit, dass wieder losgeht. War jetzt doch 8 Wochen relativ eine lange Pause. Und Sonntagabend geht es ja los in Sandhausen. Da hoffe ich natürlich, dass wir eine Runde weiterkommen. Und die Stadt ist ja dann eine Woche später in Hoffenheim, dass wir da auch Erfolgserlebnisse haben, zumindest mit einem Punkt. 2 Spieler hat der Club abgeben müssen mit Klose und Simmons. 2 erfahrene, routinierte. Kann man die kompensieren? Ich glaube schon. Ich denke, mit Pogacetz haben wir ja auch einen erfahrenen Routinier. Und mit Nielsen in der Innenverteidigung. Das wird passen. Und eine andere Position auf der 6, denke ich, sind 2, 3 Spieler da. Auch unser Junge, der Niklas Starek von unserem eigenen NLZ. Der hat sicherlich auch gute Chancen. Aber ich denke doch, dass wir mit Balic und Vollner auch da erfahrene Leute haben, um diese Position gut auszufüllen. Also Timmy Simmons sozusagen auch, sage ich mal vom Alter her, irgendwann musste man ja den Bruch machen und jetzt, wo er sich angeboten hat, gar nicht so schlecht. Ich denke schon, für ihn, es ist für beide Seiten, sage ich, das Beste. Wir haben nochmal eine Ablösesumme bekommen, der Toni Simmons kann in seinen Heimatverein, wird vielleicht noch 1-2 Saisons spielen und danach bei seinem Verein eingebunden. Ich denke, das war für alle Positionen die beste Lösung. Vorne ein Ginczek ist ein Mann, auf den ich mich besonders freue. Letzte Saison auch bei St. Pauli immer wieder mal ein bisschen beobachtet. Hat mir richtig gut gefallen und 18 Tore ist ja auch eine deutliche Sprache und auch in der Vorbereitung trifft er. Ja, rechne ich auch mit, dass der Daniel Ginczek spielt und hat das in der 2. Liga sehr gut gemacht. Meine Bundesliga ist wieder schon eine andere Nummer, aber ich denke doch, dass er 10 Tore macht und das wäre für die erste Saison für so einen jungen Mann sehr gut. Vor allem wären es doppelt so viele als der beste Stürmer in der letzten Saison. Ja gut, da hatte man unsere Schwierigkeiten, aber wir haben die Tore ja verteilt über das ganze Team. Die Innenverteidiger waren ja auch mit 11 dabei und wir waren dadurch auch sicherlich nicht ausrechenbar durch die Standards, durch die vielen Standardtore und da hoffe ich heuer auch und ich denke, dass wir eine sorgenfreie Saison erleben können. Wie siehst du abschließend den Club im Vergleich zum letzten Saison? Stärker? Stärker nicht unbedingt, muss ich zeigen. Wir sind jünger, das ist auch was wert. Aber erst einmal die Positionen alle ausfüllen, gute Saisonstart. Und ich rechne wiederum mit dem Platz zwischen 9 und 12. Dankeschön. Bitte.